Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Incredible Adventures of Van Helsing. Ich sehe gerade, ich kann Katharina nochmal ein bisschen Level abgeben. Und wir gehen mal ins Tintentor und das ändert ach wohl. Rätselhaftes Bedienfeld. Wow. Das Bedienfeld lässt aus dem Tintentor Vilas spawnen. Wie dumm ist das denn? Ich meine, ich werde sie alle töten. So ist nicht. Ich will ja die Erfahrung. Ja, es spawnt jetzt dauerhaft Vilas. Okay. Das ist interessant. Vilas erinnert mich ein bisschen sehr an Harpien. Ja, so ein bisschen sehr. Okay, dann gehen wir zurück. Dann war es das erstmal. Geht zum Wasserwerk. Ja, das machen wir gleich, nachdem wir mal. Nachdem wir mal im Versteck waren. Denn wir wollen ja mal den Generator hochbringen. Ja. I have good news for you. One of Fulmigotti's former assistants contacted the Resistance. He wants to sell some technical documents. We can use them to improve our defenses. But you'll need to find this Todor Shimko first. Another errand. Mad scientists won't defeat themselves, you know. Gut, ich kümmere mich darum. Good. I'll take care of it. Ich habe es doch schon hinbekommen. Ha, Abenteuer abgeschlossen. Der Assistent. Ein ehemaliger Assistent der Borgovianischen Wissenschaftler versteckt sich irgendwo bei der Kläranlage. Er besitzt Pläne und Dokumente, die nützlich sein könnten. Ich muss ihn finden. Habe ich doch schon. So, jetzt kann ich den hier verbessern. Bau ihn und bau ihn. So. Bauen. Bauen und. Ne, bauen und. Ich kann gerade nichts weiter bauen, ne? Nee, okay. Finde ich uncool. Bring me a hammer and a wrench and I'll fix anything. Artefaktschmiede, was mache ich hier? Achso, ich kann hier sowas, sowas und wie ich das? Ja. Schmiede kriege ich eine Kriegsklinge. Wow. Ich glaube, ich muss aus dieser Qualität, oder? Da bekomme ich Pistolen, die ich nicht gebrauchen kann. Meh. Uncool, okay. Obwohl, wir können auch die Fallen platzieren. Wir können noch einen. Hier einen Spike. Hier noch einen Spike. Spikey, Spikey, Spike. Dann würde ich gerne einen Springer-Kick. Da, da, da. Und hier. Und noch ein Monster in the Box. Dich gerne hier. 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 Sie kommen ja auch von hier, ne? Ich gerne hier noch einen. Hätte gern noch hier ein Springo Kick. Ein Spike Floor. Springo Kick. Spike, Spike. Ich glaube, an sich sind wir gerade ziemlich gut ausgerüstet. Ja, ich lasse es mal so. Sieht ziemlich gut aus. Okay. Dann wollen wir jetzt ins Wasserwerk gehen. Schauen wir mal. Ab in die Kläranlage, um dann ins Wasserwerk zu gehen. Wo auch immer das. Ah, das Wasserwerk wird bestimmt da hinten sein. Da, genau. Da, wo wir nicht lang konnten. Schön ist, dass wir jetzt hier einfach durchrennen können. Dazu muss man eine Option einstellen.
Und zwar, dass die Gegner nicht respawnen. Muss man wirklich einstellen. Ich habe es fürs LP mal eingestellt. Ich habe keinen Bock hier immer bei neuer Aufnahme. Naja, doch, neuer Aufnahme. Oder halt neuen Betreten des Gebietes. Nochmal gegen alles zu kämpfen. Das würde es wirklich unnötig in die Länge ziehen. Unnötig. Und darum habe ich das mal eingestellt. Also nicht wundern, wenn es bei euch nicht so ist, falls ihr das auch spielt. Müsst ihr wirklich erst noch in den Optionen einstellen. So. Wir sind gleich da. Dahin wollen wir. Ja, kannst du bitte auch hingehen? Und rein da. Industriehafen? Okay. Von mir aus. Wow. Wodanjois. Okay, Frösche. Wieso wollen jetzt plötzlich wieder Frösche was von mir? Wow. Und cooles Vieh. Ist wohl nicht zufrieden und muss es an mir auslassen. Was für ein Schwein. What the fuck? Okay. Okay, das war's dann hier wohl. Okay. Na, wir schauen uns weiter um. Wer weiß, was wir hier noch so finden werden. Außer ein paar Werwölfe. Die wir aber noch recht leicht erledigen können. Das sind so die Gegner, die gehen. Ja. Wodanjois sind schon ein bisschen nerviger, obwohl die... Ja, wir haben auf... Als erstes sind wir auf Wodanjois getroffen. Dann erst auf elektrische. Wie heißt das? Auf elektrische Werwölfe. Dennoch finde ich irgendwie elektrische Werwölfe wesentlich einfacher. Sagte ich und stirbt. Aber gut, da sind auch zig Rattenfinger. Gut, die heißen hier gar nicht mehr Rattenfinger. Oh. Wie heißen die denn jetzt? Fahr daher. Wow, da hatte ich... Ach, Glück. So viel zum Glück. Könntest du bitte sterben? Danke. Ihr habt nicht viel Leben. Ihr verlangsamt mich aber und macht Schaden. Oh, da lebt noch jemand. Hallo. Van Helsing. Right in time. The Vajinoi Frogs attacked us. I'm the last of my squadron. There is a boat on the river with the weapon shipment for the resistance waiting for the signal. I could fly over the water. Would that work? No. They are waiting for the signal from the lighthouse. Climb the stairs. Turn on the light. Will you do that? Aber ja, mein Freund. I'll do that, my friend. Okay. Dann haben wir jetzt eine Aufgabe. Also noch eine. Und sag mir nicht, die ganzen Fallenherren wollen jetzt auch noch mit mir kämpfen. Hoho, wieso? Wieso will jeder mit mir kämpfen? Ich bin doch nur Van Helsing. Ziemlich berühmt und ziemlich stark, aber mehr nicht. Erfolg freigeschaltet. Das klingt gut. So, jetzt noch ihr. Ihr müsst auch noch sterben. Die. Das ist mir bewusst, dass du keine Healing Potions hast. Ich habe dir mit Absicht keine gegeben. Weil du sie eher brauchst als ich. Dann hätte ich halt keine mehr. Wenn du alle verbrauchst. So. Was zur Hölle? Nein, geht weg! Was, ihr könnt teleportieren? Was sollt ihr denn? Geh mal weg hier. Wow. Ihr habt einfach nur zu viel Leben. Ihr seid nicht mal großartig schwer oder so. Nein, ihr habt einfach zu viel Leben. Das ist nervig.
Und ihr könnt an sich schon reinhauen. Aber dafür müsst ihr halt auf mich zurennen und... Okay, ihr könnt Tornados rufen. Das ist nervig. Wieso habt ihr es nicht schon die ganze Zeit gemacht? Ja, komm. So ein Angriff von dir kann ich doch wohl aushalten. Nicht identifizierte Stiefel. Okay, das wird interessant. Die nehme ich mal mit. Dann schaue ich mich ein bisschen um. Kettenhemd. Ein Spaltbeil. Nicht identifizierte Stiefel. Zwielicht-Set. Bringt uns nicht viel. Bringt's auch nicht viel. Holy shit, wie sieht das denn aus? Egal, wir können es nicht gebrauchen. Okay. Schön an Meistern ist ja, dass die halbwegs okay immer zu erledigen sind. Aber dafür verdammt viel Dings bringen. Sumpflilie. What are you doing with this ugly and stinky weed? Oh, wait. Are you picking flowers for that Romani girl? Beutlin. Ist das wirklich Beutlin? Von Herr der Ringe? Wehe, das ist eine... Das ist... Sag nicht, das ist eine Herr der Ringe-Anspielung jetzt. Das ist... Oh, geil. Ich find's so cool. Lieber es. Ich find's awesome. Jetzt hab ich den einen Ring, oder wie? Sag mir nicht, ich krieg den einen Ring jetzt. Sag mir nicht, das ist der eine Ring. Ein gewisser magischer Ring. Holy shit. Der ist awesome. Ich nehme den. Ist mir egal, was er mir bringt oder nicht. Ich will diesen Ring. Holy shit. Ich habe den einen Ring, sie zu knechten. Der eine und einzige Ring. Geklaut nicht von Gollum, nein, von Beutlin. Von entweder Frodo oder Bilbo. Fällt mir, ich freue mich schon auf den dritten Teil des Hobbits. Da kommt er jetzt am 10. Und das wird ziemlich interessant, also 10. Dezember. Für alle, die es später schauen, das Video. Beziehungsweise es kommt vielleicht auch erst dann raus, dieses Video hier, ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, wann ich das freischalte. Somit, ja, mal schauen. Also es wird wahrscheinlich so sein, dass es schon nach Release des Films rauskommt, das Video. Deswegen, ja, vielleicht habt ihr den Film schon gesehen. Ich dann wahrscheinlich auch. Aber für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, sollte man da nicht spoilern. So. Es macht wirklich Spaß mittlerweile, so richtig reinzuhauen, aber dennoch durch den Schaden der Angriffe, den die machen, dennoch halt fast zu sterben manchmal. Noch eine Sumpflilie. Ich versuche mal wirklich alle zu sammeln. Fahler Herr Meister. Kolossmeister, okay. Sieht ja nicht sehr gut aus. Ich hab dich doch gerade geheilt. Oder nicht? Oder irre ich mich da gerade? So, einen Meister haben wir erledigt. Ich habe irgendwas aufgenommen, obwohl ich es nicht wollte. Egal. Komm, so ein paar fahle Herren kann ich doch wohl auch erledigen. Wird ja wohl nicht so das Problem darstellen. Erledigt und erledigt. Ansehen verbessert. Interessant. Erstmal nehme ich hier die Sachen mit. Okay. Dann schauen wir mal. Gibt's was Neues, was wir nehmen können? Nö, 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 nö. Okay, Ansehen verbessern. Was haben wir denn so? Zweite Chance kennen wir. Meister. 5 Fertigkeitspunkte. 3 Fertigkeitspunkte.
Scharfschütze klingt gut. Okay, nee, Metzler klingt noch besser. Basisschaden wird erhöht. Unser gesamter Schaden ist mal eben noch höher. Das klingt sehr gut. Scharfschütze klang auch sehr gut. Halt Feinde, die weiter entfernt sind, kriegen 40% mehr Schaden. Kann sehr hilfreich sein, aber wenn unser gesamter Schaden erhöht wird, wenn ich die Wahl habe zwischen dem gesamten Schaden und nur einer bestimmten Art von Schaden, dann nehme ich doch lieber den gesamten Schaden. Ich habe hier gerade einen Krieg angefangen, was vielleicht gar nicht so clever war. Ich hätte vielleicht nicht die Meister angreifen sollen. Jetzt habe ich hier das Problem, dass alle hinter mir her sind. Wirklich jeder. Nicht nur die Meister. Komm schon, stirb. Okay. Ei, ei, ei. Aber das durften wir auch hinbekommen. Schon wieder. Ach, was macht der Meister denn hier? Er hat doch kaum noch Leben. So. Ein Problem weniger. Jetzt heißt es ausweichen. Okay, angreifen. Du kannst nicht fliehen. Gib auf. Okay, lebt noch einer? Nö. Okay, dann würde ich fast schon sagen, das war's von dieser Folge. Okay, wir haben mal wieder alle. Gleich nachdem ich hier noch alle vernichtet habe, war es dann nach dieser Folge von Let's Play The Incredible Adventures of Van Helsing. So. Alle soweit erledigt. Wir gehen mal an einen anderen Platz. Und hoffen, dass wir hier soweit alle erledigt haben. Ja, okay. Das war's von The Incredible Adventures of Van Helsing. Mein Gott. Ja, bis zum nächsten Mal.